scheint erst die Namen rein. Irgendein Motocross-Fahrer. Also denken wir, wir sehen den Corona. Geht denn hier am Sack? Da könnt ihr alles senden hier. Ab sofort bitte nur noch mit Herr Sender ansprechen. Oh Gott. Und gruselig? Ja. Ja, ne? Also absolut Schiss gehabt gerade. Alter. Es ist aber auch, die Bedingungen heute sind aber auch hardcore. Super. Hier kommt Absatz. Oh, jawohl! Jawohl! Jo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem legendären Video heute. Guck mal, da vorne. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Sender Steve. Ich habe ja zurzeit das Path Riot ausgeliehen von MTB Sonnenspray und habe sozusagen ein E-Bike mehr. Und mir war es ja auch ein Ticken zu groß und dem Steve passt das perfekt. Dann dachte ich, nehmen wir es heute mal mit und fahren eine gemütliche Runde zusammen. Der Steve war ewig nicht auf dem Fahrrad und ist gerade mit uns die ersten Trails gefahren bei besten rutschigen Bedingungen. Und ja, wir fahren ganz gemütlich, ein bisschen just for fun. Und vielleicht gibt der Sender Steve euch auch mal ein paar Grüße gleich. Hallo. Leute, der Sender Steve. Wer ihn noch nicht kennt, es sind ja einige dazugekommen. Mit dem habe ich den ganzen Spaß hier angefangen. Wir haben uns damals das Canyon Tor gekauft und haben dann einfach gedacht, ja, wir fahren jetzt ein bisschen Fahrrad. Ja, der Sender Steve sucht tatsächlich auch ein Bike gerade. Das heißt, vielleicht müssen wir eine Spendenaktion machen. Ja! Ja! Das ist eine gute Idee. Der Steve hat so einen ganzen, sein ganzes Leben eigentlich einmal auf den Kopf gestellt, nämlich die letzten Jahre. Ja, die letzten 2 Jahre, ne? Letzten anderthalb, ja. Ja, da ist viel passiert. Ich würde mich mega freuen, wenn wir wieder die Clique zusammenkriegen. Marvin ist ja schon wieder mit dabei. Dann auch der Sender Steve. Ja, aber der kann nicht. Ja, ist der Steve nicht so gut, auf den Marvin zu sprechen. Das ist noch sehr nostalgisch gerade. Ja, ne? Ja. Ist schön. Der Sender Steve kann ruhig mal wieder öfter mitkommen. Voll am Start. So wie bei Friends. Weißt du, wo man da so. Everything changes every which way. You got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I go with the world of you? Auf der anderen Seite, ja? Michi ist eh viel zu schnell auf dem Trail hier. Ja,
der Dreck, Junge. Boah, der Sender Steve, der sendet da. Ich bin mit dir! Ich komme! Ah, es wird so tricky! Aua, meine Hand! Aua! 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 Ich hab besser meine Handschuhe gesucht! Ey Junge, war ganz schön flott. Hätte mich was weggeschreddet. Also wenn das morgen bei der Tour mit Thomas so ist, dann gute Nacht. So, Matti? Ja. Ist das Steve da irgendwo? Ja, ich hab voll gesehen. Ich bin mal kurz abgeschickt. Wir machen mal so. Oh, Digga, das ist so rutschig! Ich hoffe, die Tour für morgen schafft meine Bremse noch, ey. Oh, Alter, ey. Hast du das gesehen? Bei dir auch? Ja, ja, ich bin nur gerutscht. Aber guck dir auch mal meinen Reifen an, ist zu. Ich höre hinter mir nur... Ja, genau. Ja, wir können auch hier hoch. Ja. Ich trau mich mit, keine Kurven fahren. Der Tag mit dem Steve zusammen im Wald war auf jeden Fall einfach mega, mega schön. Es hat so viel Spaß gemacht, mal wieder zusammen auf dem Bike zu sein. Und ich hoffe, wir finden irgendwie eine Möglichkeit, dass der Steve auch wieder ein Rad bekommt und dass wir einfach wieder öfter gemeinsam diesem geilen Hobby nachgehen können. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ihm persönlich mega viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Steve zusammen hier auf den Trails. Und wenn ihr ihn von früher noch kennt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und bestellt ihm liebe Grüße, dass er sich mal wieder öfter blicken lässt auf dem Fahrrad. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben natürlich nicht vergessen, das würde mir mega helfen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.